Ja, wir sind jetzt ein Häuschen weiter. Der Sturm hat nachgelassen. Man versteht mich wahrscheinlich jetzt auch besser. Dafür stehen wir jetzt im Regen und das ist ziemlich heftig. Bis jetzt hält der Smog noch gut dicht. Man muss dazu sagen, es ist halt reines Baumwollgewebe, nur imprägniert und dicht gewebt. Und nicht irgendwie beschichtet oder mit Gore-Tex-Innenfutter. Und wir schauen jetzt mal zu, dass wir jetzt hier irgendwo einen halbwegs trockenen Platz fürs Mittagessen finden. Und dann ziehen wir weiter. Ja, das ist jetzt so der Super-GAU. Ja, das ist jetzt der Rand von unserem Tarp. Und ja, das Weiße da unten ist Schnee. Das ist das zweite Pocket-Tarp. Und das lauschige Klopfen, was man im Hintergrund hört, ist der Regen, der gerade auf uns runterprasselt. Ein fieser Mix aus Schnee, Regen, Graubel, alles dabei mit Wind. Wir sind jetzt hier erstmal zur Untätigkeit verdammt. Deswegen wird erstmal was zum Essen gekocht. Und dann schauen wir mal, wie wir aus dem Mistwetter hier heute nochmal rauskommen. Der Smog hat das Mistwetter, ja, gute 5 Minuten durchgehalten. Dann hat auch er die Grätsche gemacht. Und deswegen werde ich jetzt erstmal dann auf die Hardshell umsteigen. So. Ja, das war jetzt das Echo. Wir sind Gott sei Dank in der Kuhle und nicht am höchsten Punkt im Gelände. Und hier haben wir jetzt zur Not eine Tugend gemacht, weil jetzt ging vorhin ein bisschen das Wasser aus. Ja, und jetzt haben wir die kleine Schaufel als Gewicht ans Tab gehängt und sammeln da jetzt das Regenwasser ein. Ich meine, Slick ist nicht so beschissen, dass es nicht auch was Gutes hätte. Und ein Kocher brutzelt jetzt die Suppe vor sich hin und wir hoffen mal, dass es in der nächsten Zeit mal besser wird. Jetzt mal nach draußen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Die Regentropfen und die Flocken haben schon gewisse Ausmaße erreicht. Also da jetzt unterwegs zu sein ohne Nässeschutz ist echt eklig. Die Softshell, die wir mit dabei hatten, hat bis jetzt gut dicht gehalten. Die Softshell-Hose feuchtet langsam ein bisschen durch. Ich meine, das ist eine Softshell. Der Smog ist mittlerweile klatschnass. Ich meine, gut, ist ein Smog. Und das Tarp, unser Happy Home, hält sich bis jetzt ganz gut. Wir konnten hier gut mit zwei Mann pennen. Sieht, wir haben jetzt hier als halbe Pyramide aufgespannt. Aber ich hoffe mal, dass der Regen langsam mal nachlässt, weil irgendwann möchte ich heute auch mal wieder heim. Ja, das ist unser Kochtopf und das da draußen, das Weiße. Das ist nicht etwa Mehl, Koks oder sonst was, das ist tatsächlich Schnee. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was jetzt hier für ein Wetterumsturz um uns reinbricht. Ich meine, wir sind nicht im Hochgebirge. Aber irgendwie steht der Tag auch nicht unter einem allzu guten Stern. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Das hier war mal ein Feuerstahl. Bis ich gemeint habe, das Ganze mit dem großen Messer anreißen zu müssen und große Funken, großes Feuer machen. Ja. Man lernt auch mit 35 Jahren noch dazu. Und ich kaufe mir jetzt einen neuen Feuerstahl. So. Und mal hochguckt. Oder mal raus. Ja, haben wir hier schönstes Wetter. Wir haben jetzt erst eine Packung Erbswurst verdrückt. Im Magen geht es wieder gut. Und wie man ja weiß, ein Bushcrafter marschiert auf seinem Magen. Und warten wir mal, was der Tarp uns heute noch so bringt. So, ich habe mich jetzt mal rausgetraut. So sieht unser Tarp von außen aus. So sieht es hier jetzt gerade in der Umgebung aus. Ich möchte erwähnen, als wir hier ankamen, war alles noch grün. Und ja, Schneefleckchen, weiße Röckchen und so. Also ab heute kann ich das Lied auf keinen Fall mehr hören. Mein Kollege hier hat sich jetzt auch ein bisschen eingemummelt und wir verstoßen jetzt beide ein bisschen gegen das Vermummungsverbot. Er hat die Softshell und die MFCU-Hose an.
Muss dazu sagen, die MFCU-Hose ist ja auch nur als winddicht gedacht. Die ist mittlerweile auch durchgeweicht. Das Wetter ist jetzt doch irgendwie anders, als wir es eingeplant haben. Aber die Laune steigt jetzt wieder, nachdem wir was gegessen haben. Ich denke allerdings, dass wir die Hoffnung drauf, dass wir hier trocken einbacken können, komplett vergessen können. Dann kurz unseren Unterstand nochmal. Vorne ist der Windschutz. Das Ganze ist ein bisschen improvisiert aufgebaut. Und hat uns aber doch ganz gut geschützt. Das Gemeine war nämlich, der Wind kam eigentlich von hinten. Als wir fertig waren, hat der Wind mal netterweise um ganze 180 Grad gedreht. Ja, da mussten wir halt ein bisschen improvisieren. Kurz nochmal ein kleiner Blick ins Innere. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie bei sprichwörtlichen Hempels unterm Sofa oder Nürnberg Anno 45. Das ist also ziemlicher Saustall. Aber wir haben es uns jetzt so notdürftig, wie es nur ging, eben gemütlich gemacht. Und ja, wie gesagt, wir faken hier nichts mit Photoshop oder so. Das ist echter Schnee. Und ja, also das ist jetzt ein klarer Fall von so war das nicht geplant, aber irgendwie müssen wir halt weitermachen. So, bis später. Ah, Schneefleckchen, weiß Röckchen. So hat man sich doch das immer gewünscht. Ich bitte etwaige nicht jugendfreie Flüche im Hintergrund zu entschuldigen. Aber unsere Laune ist gerade nicht mehr ganz so toll wie heute Morgen, als wir aufgebrochen sind. Aber immerhin, ich habe mir weiße Weihnachten gewünscht und ja, jetzt so wenig, wenigstens ein bisschen nachträglich kriege ich es auch noch. Jo, wir machen uns jetzt wieder auf dem Heimweg. Der Schnee hat nachgelassen, es taut langsam wieder weg. Den Tag gerettet hat uns jetzt eigentlich mehr oder weniger unsere Softshells, die Hardshells und die Kälteschutzkleidung, die wir noch im Rucksack hatten. Das, was wir anhatten, war ziemlich gut durchgeweicht. Und wir haben einiges heute wieder dazugelernt. Wir haben einige neue Ideen für neue Ausrüstungsstücke, die werden wir in den nächsten Wochen präsentieren. Ich hoffe, der kleine Einblick in den Testeralltag und in den Outdoor-Alltag bzw. auch den Berufsalltag von uns hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut!